Zu guter Letzt der dritte Teil. Wenn Sie jetzt mal die Atmung ein wenig genauer anschauen, ist erstens überlebensnotwendig. Man atmet ca. 25.000 Atemzüge pro Tag. Und da kann man sich vorstellen, was man alleine durch die Atmung an Energie bekommt. Nach 3,5 Minuten könnt ihr mal ausprobieren, ohne zu atmen, dann schaut es schon langsam ein bisschen problematisch aus für viele Menschen. Das kann man natürlich auch trainieren. Ich habe es mittlerweile schon geschafft, durch Atemtechniken meine Atemkapazität, indem ich mir zuerst ziemlich viel Sauerstoff zuführe und dann wenig Sauerstoff, sprich nicht mehr atme, zu optimieren, habe ich es geschafft, diesen Zeitraum, also nicht einatmen zu müssen, auf 8 Minuten auszudehnen. Nach ca. 5 Minuten beginnt bei manchen das Gehirn ein bisschen abzusterben, also ich würde es nicht unbedingt zu häufig machen, aber man kann das eben auch trainieren, nur zur Information. Und es gibt halt, wenn wir uns jetzt die Atemrhythmen so ein bisschen genauer anschauen, es gibt da so einen sogenannten kraniosakralen Rhythmus, es fließt hier im linken Bild zu sehen, in der Körperflüssigkeit, der zervikalen Flüssigkeit, in der Wirbelsäule, nach oben liefert natürlich auch Energie fürs Gehirn und da gibt es natürlich noch Atemhilfsmuskeln, die dann die Energie im ganzen Körper erstmal aufnehmen, sei es jetzt die Lungenbläschen und dann im Körper zum Ausatmen bringen. Und wenn man sich am linken Erklärungsbereich noch ein bisschen Energie liefert, ist Energie für oder Sauerstoff in den Zellstoffwechsel und hält das Säure-Basen-Gleichgewicht aufrecht. Und das Nervenwasser oder Hirnwasser reinigt halt auch unser zentrales Nervensystem. Die Liquorflüssigkeit, von dem ich zuerst schon gesprochen habe, dient dem Stoffwechsel der Nervenzellen und des zentralen Nervensystems als Schutz für das Gehirn, indem er im subarachnoidalen Raum, okay, das Wort kann ich selbst nicht aussprechen, eine Art Wasserkissen bildet und das Gehirn bildet es und damit gegen mechanische Einwirkung von außen geschützt ist. Die primäre Aufrechterhaltung des Flusses der Gehirnflüssigkeit läuft über die Atmung, wie eine Pumpe, wie ich schon erklärt habe, die kraniosakralen Rhythmen. Bei der Ernährung reduzieren sich kurzzeitig die Wölbung der Wirbelsäule. Gibt es im Gelenk in einzelnen Gelenken blockieren, dann stört es natürlich auch die Atmung. Und wenn man sich vorstellt, es gibt leider viele Menschen, die heute ziemlich gestresst sind, dann verändert das auch den Atemrhythmus. Da gibt es einen russischen Forscher, der es ein bisschen über viele tausende Menschen erkannt hat, dass das auch Atemrhythmen verändern und das dann einfach zum Stressatmer wird. Und nur durch Atmung kann man schon wesentlich übersäuern im Körper. Genauso kann man auch umgekehrt machen, man kann den Körper durch Atemtechniken reinigen. Ist auch ein wesentlicher Bestandteil vom Qigong oder von anderen Methoden wie zum Beispiel Yoga, die Atemtechniken. Und dann schauen wir uns jetzt noch ein bisschen das Kiefer an. Gibt erstmal Energie für das Leben durch Nahrungszufuhr. Wenn du nicht atmest, stirbst du. Und wenn du nicht isst, stirbst du auch irgendwann einmal. Wir können uns über längere Zeit auch ohne Essen auskommen und irgendwann wirkt es einmal negativ aus. Essentielle erste Phase für unser Essen ist einmal die Verdauung, die Vorverdauung über die Zähne, das Kiefer. Und das Kiefergelenk ist halt auch maßgeblich entscheidend für unser Gleichgewicht, unsere Balance des Körpers. Um die Zähne herum haben wir so eine Wurzelhaut, Bänder, die hochgradig mit Nerven involviert ist. Wenn wir schlucken, wird das Gelenk circa einen ganzen Tag, so um die 2000 Mal pro Tag wird es durch Schlucken aktiviert, das Kiefergelenk. Beim Schlucken kommen die Zähne zusammen und die Zunge geht nach oben an den Gaumen. Beim Schließen, dann entsteht eine Tiefensensibilität oder Eigenempfindung, ein propriozeptives Signal. Zähne, die nicht in der richtigen Position sind, kommt zu einer fehlerhaften Information. Versucht zum Beispiel mit offenem Mund zu schlucken, das wird nicht funktionieren. Es gibt also gewisse Systeme, die nicht ohne Grund so sind. Wir schlucken rund zweimal pro Minute im Wachzustand und einmal in der Minute im Schlaf.
Und jetzt noch ein bisschen genauer, wenn im Kiefer was nicht passt, kann sich das auf den ganzen Körper auswirken. Es gibt nicht ohne Grund auch in der Bowen-Technik, in der Körperarbeit, die ich mache, für das Kiefer sehr wichtige Griffe, die das ganze Körpersystem beeinflussen. Und wenn man hier die einzelnen Elemente ein wenig anschaut, was hier alles durch das Kiefergelenk außer Gleichgewicht kommen kann, dann kann man sich vorstellen, das ist hier ein bisschen jede Menge. Und es ist auch leider im Zahnbehandlungsbereich passieren da auch viele Fehler noch. Es gibt mittlerweile schon Ärzte, die ein bisschen genauer arbeiten oder besser arbeiten, die auch das Kiefergelenk nicht vergessen und nicht nur die Zähne beeinflussen oder versuchen, die Zähne zu bearbeiten. Und hier nur ein bisschen genauer auf das limbisch-emotionale Aspekte unseres Körpers gehe ich jetzt noch ein wenig ein. Und wenn man sich hier anschaut, so Emotionen bilden unser wesentlichen Aspekt, wie wir mit unserer Umgebung erstmal kommunizieren können, dass wir auch zeigen, wie wir uns fühlen, wie wir gerade unserem Körper, was sich gerade unserem Körper tut, was wir nach außen zeigen wollen. Und diese Systeme oder Emotionen können alles andere außer Kraft setzen und genauso zum Tod führen. Wenn man jetzt vorstellt, jemand liebt eine Person und empfindet durch die Trennung dieser Person und so einen Schmerz, dann kann ich dazu führen, dass er halt Selbstmordgedanken hat. Nur so als Beispiel. Und hier so ein kleiner Überblick, welchen Körperbereichen sich unsere Emotionen durch Wärmebildaufnahme hier gezeigt, sich Energien im Körper mehr oder weniger bewegen oder wo im Bereich Wärme entsteht. Hier haben wir zum Beispiel links oben den Ärger, die Freude in Mitte, wo alles so schön rot ist, oder ganz das krasse Gegenteil, die Depression, wo alles richtig kalt ist. Hat man auch Aufzeichnungen gemacht, hat man viele Menschen befragt, wo empfinden sie Emotionen und in welchem Körperbereich das ist, und dann hat man mehr oder weniger so eine grafische Karte dadurch entwickelt. Nicht ohne Grund gibt es in der chinesischen Medizin, werden auch Emotionen zu Organen zugeordnet. Die waren ja nicht so dumm, die Leute vor tausenden von Jahren. Und jetzt gehen wir ein bisschen genauer auf die menschlichen Entwicklungsphasen oder auf die wichtigsten Entwicklungsphasen ein, die auch maßgeblich sind für die Entwicklung unserer Bewegungsmuster. Also die ersten 16 Monate passiert am meisten bei Menschen. Das funktioniert normalerweise bei allen gleich. Das ist ein Urprinzip, dass das so funktioniert und dass wir uns weiterentwickeln. Wenn ein Bewegungsmuster übersprungen wird, wir haben hier links mal die Phase, wo wir noch nicht recht viel können, wo wir mal die Augenbewegung lernen, die Kopfhaltung, die Aufrichtung ein bisschen aus der Bauchlage, dann in das Rollen kommen, in das Sitzen, in den Halbkniestand dann, in das Krabbeln dann zum Beispiel, in den Halbkniestand, das sieht man da jetzt nicht, dann in das Stehen, dann in die Vierfüßlerposition noch mehr, in das Krabbeln und halt in die Aufrichtung. Die ganzen Bewegungsmuster sind sehr maßgeblich für die Entwicklung erstmal unseres Nervensystems, auch für unser Hirn. Wenn da irgendwas schief läuft in den einzelnen Entwicklungsphasen, dann wirkt sich das selbst auf die Hirnentwicklung aus. Das ist auch ein spannendes Thema, mit dem ich schon mal ein bisschen befasst habe und das auch in meine Function Movement Screen ein bisschen mit einfließt. Und wenn wir uns die wichtigsten Lernprozesse nochmal ein bisschen genauer anschauen, bewegen aus der Bauchlage, drehen über die Seite, robben, krabbeln, aufstehen über den Halbkniestand. Und teilweise haben wir leider auch das Problem, dass sich Eltern in der heutigen Zeit untereinander vergleichen, wie zum Beispiel, läuft dein Kind schon? Oder was macht dein Baby? Ist es, spricht schon. Wir vergleichen leider oft zu viel untereinander, als dass wir einfach einmal erkennen, dass unser Baby selbst weiß, wenn es bereit ist für jede einzelne Phase, wenn das richtig klappt. Wenn es nicht durch die Umgebung gestört wird, sei es durch Stresszustände etc. Das können natürlich viele Einflüsse und Gründe sein, die die Entwicklung stören. Auch ein Problem kann zum Beispiel sein, zu harte Böden. Dass wir das Kind einfach nicht mehr zu weichen Böden aussetzen und es fängt einfach an, zu früh aufzustehen und laufen zu lernen, obwohl es eigentlich noch gar nicht bereit dafür ist. Und wenn ihr euch früher erinnern könnt,
an die Gehhilfen, die benutzt worden sind. Das war ein kompletter Irrsinn, dass man Kinder Gehhilfen gibt. Und jetzt gehen wir ein bisschen genauer auf das Thema Wasser ein. Also das war jetzt alles mal, um das Grundverständnis ein bisschen zu haben, was alles unsere Körper beeinflusst und welche Systeme da was es gibt und warum jetzt das Wasser so ein wichtiger Aspekt ist in diesen 6 Punkten, die ich vorher mal genau erklärt habe. Ich schneide das Thema heute nur mehr an. Das war mein Überblick, es sollte auch nicht zu viel sein, warum das so entscheidend ist für unser Körpersystem. Wir bestehen ja noch nicht grund zu ca. 70% aus Wasser. Ohne Wasser würden wir auf diesem Planeten nicht existieren. Und jetzt einmal so die wichtigsten Wasserforscher, die es gibt. Die findet man auch unter meinen Webseiten, Links unter den Videos drinnen. Manchmal habe ich es auch in meinem Informationsbereich, die Artikel ein wenig genauer drinnen. Da habe ich auch Videos und Links dazu drinnen. Victor Schauberger ist ein Thema, Masaru Emoto vielleicht haben die viele schon gehört, oder eben der Professor der Pollack, einen der führenden Wasserforscher ebenfalls. Und jetzt ein bisschen zum Gerald Pollack gehe ich wenn genau ein. Und alles, was wir im Körper machen, erzeugt erstmal Energie und wie ich am Anfang des Bildes schon gezeigt habe, ist Sonne ein maßgeblicher Faktor für Energie und genauso Atmung und auch natürlich Ernährung bringt unseren Körper Energie. Und wenn wir uns hier die Minusbereiche ein bisschen anschauen oder Minusionen anschauen und hier den Plus anschauen, dann spricht der Gerald Pollack, ihr könnt euch das Video für ihn gerne anschauen, wenn euch das Thema genauer interessiert. Ich schneide das wieder ein bisschen an und will euch nur einen Einblick geben, dass wir ein bisschen genauer denken dürfen. Und wir haben hier so die 4. Phase des Wassers, IZ-Wasser nennt er das, oder Exclusion-Zone-Wasser. Und es liefert potenzielle Energie und es bildet sich im Körper sogenannter Wasserfilm oder Ausschlusszone. Und das bildet der Körper in jedem einzelnen Bereich, sei es jetzt in der Zelle Hülle außen herum, in einzelnen Zellschichten innen drin, bildet er selbst auch diese Wasserfilmbereiche. Und das liefert uns auch über die Licht, wird dieses Energiepotenzial gesteigert an Minusionen und natürlich auch uns über Ernährung wird das maßgeblich beeinflusst und natürlich auch unsere Umgebung über die Ernährung. Und woher bekommen wir unsere Energie? Also links, nochmal lustig ausgedrückt, Ernährung spielt maßgeblich mit ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Garten ein frisches Gemüse, was ich vielleicht am besten selbst angebaut habe, ernte und das dann auch relativ rasch zubereite, dann hat dieses in Pflanze, die Sonnenenergie in dieser Umgebung, dieser Bereich, in gewisse Bereiche der Pflanze gespeichert. Und diese Energie nehmen wir über die Nährung auf. Genauso, wenn wir jetzt über die Sonne Licht bekommen, nehmen wir diese Energie auf und speichern sie in unserem Körper. Sie wird mehr oder weniger absorbiert über das Wasser und bildet diese Ausschlusszonen. Genauso ist es entscheidend, welches Wasser wir trinken. Es gibt, wenn Sie aus der Leitung Wasser trinkt, dann hat es meistens schon Energie verloren. In der Natur ist es noch energiegeladen. Wenn Sie einen Fluss vorstellt, wo das zum Beispiel über Steine drüber läuft, Sie einzelne Schlangen lift, wenn euch das Thema genau interessiert, dann braucht es nur mal nach dem Wasserforschen schauen, dann könnt ihr euch da ein bisschen genauer befassen, warum das entscheidend ist. Wie sich die Umgebung die Energie aufbaut und das Wasser halt dann die Energie den Körper liefert. Wie gesagt, ich werde beim nächsten Vortrag da ein bisschen genauer eingehen, wenn euch das Thema interessiert. Ich mache einen Online-Vortrag und gehe dann auf das Thema Wasser genauer ein. Schaut einfach auf meine Webseite unter humsisanuslife.com könnt ihr auch viel sehen zum Thema Wasser. Oder einfach auf meiner Website oder schickt es meine Mail und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich bis aufs nächste Mal.